Langsam nähern wir uns dem Moment, wo ich mein erstes Solo-Let's Play mache. Was? Weil neben mir jemand einpennt. Ich hab nur nichts gesagt. Und die Augen geschlossen. Ja, dann springen wir. Ich habe nur meine Augenlider auf Perforationen untersucht. Gute Ausrede, die meisten würden da gar nicht verstehen, was du überhaupt meinst und glauben dir das direkt, ohne nachzufragen. Okay, da stand eben irgendwo Ansehen. Ansehen. Hat den pinken Bergsteigeranzug an. Rosa, bitte. Oh Mann. Nee, ich dachte eigentlich immer, der wäre orange. Also das sieht nicht orange für mich aus. Okay, mach mir ihm nach. Zack und dann zack und dann so und dann so und dann doch wieder rüber und dann wieder runter. Guck mal, wir können in Eis klettern. Cool, ja. Übrigens wunderschöne Kante. Ich bin es nicht wert. Das war ich nie. Boah, wir sind sympathisch. Wer redet da jetzt schon wieder? Ist das Papa? Ja, ich glaube, das hat er wieder seine Mikros aufgebaut. Und überall die Gebetsfahnen, weißt du? Achso, stimmt, ich hab ja. Ach komm, wenn ich gerade dabei bin. Ach, das füllt doch Energie auf. Das füllt manchmal Energie auf, manchmal füllt es keine Energie auf, ich kapier's nicht. Dieses Spiel macht sowieso, was es will. Das ist wahr. Der war gut, ne? Das war eben so. Aus dem Augenwinkel irgendwie rein und zack und bam und tot. Du hast mich doch hochgeschickt. Er hätte es nie öffnen dürfen. Hä? Wo bist du? Im Lautsprecher. Bitte. Frank, ich bin hier. Das wird ihm relativ egal sein, er wird es nicht hören können. Was haben wir denn hier? Wie die Leute die Sauerstoffflaschen durch die Gegend werfen. Ja. Wir tragen immerhin alle mit uns rum. Achso, wir wollten ja mal gucken. 7, ja. Tantisches Atmen. Ja. Diese Wand immer exakt dieselbe Textur hat. Jo. Mein Gott, hey, guck mal, ich klettere. Ich hab mir schon genügend Dämonen und Geistern und sonst was gestellt. Erzähl mir was Neues. Ey, dieses Spiel. Ernsthaft, das ist selbst so eine spirituelle Reinigung für uns, dass wir das durchhalten. Ich glaube auch. Eine Logik. Leere kann der Leere nichts anhaben. Ich gucke mir übrigens gerade im Spiegel bzw. am Fenster zu, wie ich rumhampel. Sieht lustig aus. Wunderbar, Troy. Mein Gott, dieses Schatz steht mir. Ui. Ich hoffe, ich recht ist richtig. Hast du recht ist richtig? Hm? Ach, recht ist richtig. Ja. Gut, das haben auch schon Leute vor mir gedacht, aber in anderen Zusammenhängen. Es war falsch. War mir klar. War auch damals so. Ich trinke mal Wasser. Während Eric Simmons unglaublicherweise immer... Ich glaube, du musst einfach... Nee, das war richtig. Ach ja. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber dafür wurde ja die Ausblendung gemacht. Damit ja, es ja genau, nicht damit sie es nicht zeigen müssen. Viel zu hoch. Junge, ich besteige einen Berg. Der ist hoch, relativ hoch. Richtig. Vielleicht wieder runterklettern. Guck mal, wir hatten dir schon wieder die Fähnchen aufgestellt, weißt du, aber dann selbst beschweren. So, kommt ein Geist. Jetzt kommt der Vogel. So. Wow. Wobei, ich meine. Wow. Du warst wie ein Gott für mich. Was? Du hast nie etwas falsch gemacht. Ich habe deinen Mut gehasst. Das gehört, die sind cool. Mhm. Wobei, ich spiele. Slow Motion gegen unsichtbare Wände. Also jetzt da rüber. Wahrscheinlich. Mhm. Wieder in so einem Megasprung.
Nein! Was zur... Klar. Gott sei Dank sind Lücken für dich ja kein Problem. Hast du gerade den Sinn verstanden? Warum wir für diesen einen Schritt jetzt... Ich habe ihn zwar doppelt gehauen, aber ist okay. Ja, wieder die geilsten Kombos aller Zeiten. Den ich mir auch geschnappt habe eben. So. Die nächste Bewegung gleich mitgemacht. Die geben wieder keine Energie oder was? Nö. Kapier's nicht. Nicht nur du. Dieses Spiel ist irgendwie komisch. Da hast du recht. Wie viele Räucherstäbchen haben wir jetzt? 10 oder 11? Ich glaube 10. Was? Ach komm. Keine Strafe, die ich je erhalten habe. War schlimmer als die Enttäuschung. So, dieses Spiel wird momentan gerade echt abstrus. Ja. Vor allem, wie viele Leute haben hier Lautsprecher aufgebaut? Dann liegt er ja endlich. Ach, du schon wieder. Sein Wille ist stark, aber der Berg stärker. Das kommt er mit seinen Macho-Sprüchen. Ein Simmons. Höhenangst. Du hast es ja recht schnell behoben, nicht wahr? Jetzt stellt er sich seinen Kindheitsdämon. Boah, er geht mal nicht weg. Er hat die dauernd auf uns gewartet. Sieht doch recht real aus, hä? Oh, ist... Puff. Frank. Warte. Okay. Irgendwer da drin Drogen. Ach ja. Bei diesem ganzen weißen Zeug. Dieses Spiel wird besser und besser. Herrlich. Ja, das ist genial. Erstmal steckt er voll im... Nein. Achso, nee, das ist nur seitlich. Steckt er voll im Schnee drin, aber mal 5 Meter oben drüber. Ja. Kreuz. Wenn du dich einfach festhalten willst, wird es auch schneller gehen. Guck mal, aus diesem leicht weißen Fleck da kommt jetzt gleich eine Hand raus, die uns runterboxt. Das ist ja voll assi. Wir müssen von vorne anfangen. Du kannst mir nicht mehr helfen. Du hast mehr als genug damit zu tun, dich selbst zu retten. Hast du gemerkt, das war der Punkt, an dem dann der nächste Satz kam. So als Hinweis für die Entwickler. Hier müsst ihr jetzt Frank sprechen lassen. Sag mal, wächst dieser Berg eigentlich immer weiter, oder? Nee, eigentlich sollten wir bald mal da sein, ne? Eigentlich. Ja gut, vorhin waren wir da. Am Südkamm, sondern ja, waren wir nicht am Gipfel, sondern ja anscheinend nur am Südkamm. Mhm. Keine Ahnung, wie viel höher der Gipfel ist. Guck mal gerade in deinem lustigen kleinen Gerät, was Internet verfügt, ja. Wie hoch der Chimbolonzo ist. Wir waren jetzt bei 7700, ne? 900, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher. Inzwischen werden wir bei 7900 sein. Schreibt mal ganz anders, Chimbolonzo. Schreibt mal hier auseinander. Okay. Das heißt doch Chimbolonzo. Was zu. Okay. Frank hat sich in einen Zombie verwandelt. 7800 Meter. Ja gut, dann waren es vielleicht doch eben 7700. Ich glaube. Wie ich ihn einfach aus dem Kampffeld rausjage. Nein! Und damit ist Frank besiegt. War ja gar nicht Frank. Dann müsste das da hinten ja so zu. Wow! Todd Part wieder angefangen. Kippe aus. Hallo? Ich hab. Wie schön. Ich habe dich nie schlagen können. Kein einziges Mal. Warum willst du mich auch hauen? Es ist so wichtig, immer der Gewinner zu sein. Hättest du es mir nicht wenigstens einmal leicht machen können?
Heul doch. Und das ist einfach nur eine Abgrenzung, dass man hier nicht lang gehen kann. Nee, ich glaube, du sollst ihm schon folgen. Du musst jetzt hier lang und dann so. Hey, sie haben ein neues Element eingebaut, was sogar relativ unterhaltsam ist. Diese hellorangene Linie im Schnee. Ich nenne sie schon fast rot. Frank! Simmons! Antworte mir! Okay. Warum bist du hier? Du denkst, das wäre Liebe. Aber ich weiß, dass es nur Pflichtbewusstsein ist. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal besser. Hä? Sein Rucksack. Wo ist sein Rucksack? Sein Rucksack. Ja, da liegt was. Ups. Aber er konnte sehen. Mhm. Klar. Schimmert ja auch hell. Seine Jacke. Nackt ausgezogen. Und rollt jetzt den Berg hinab. Oder so. Torenbuch. 8000. Der Chomolon, so ist gewachsen. Sauhammer. Lass mich nicht, Frank.